heute nicht im Duell Donald Trump, Kamala Harris, sondern im Vergleich, wer von den beiden hat etwas gemacht, haben sie etwas machen lassen. Donald Trump schaut ja für sein Alter relativ gut aus und die Frage, die immer wieder gestellt wurde, ist, hat er quasi auch ästhetische Medizin über sich ergehen lassen? Und die Antwort ist, wirst du in dem Video erfahren. Wir haben hier zwei Fotos, die ganz spannend sind, weil doch 34 Jahre dazwischen sind. Und wenn man sich Donald Trump genauer anschaut, dann hat er vor allem eines gemacht. Er hat seine sicherlich schon grauen Haare schon seit langem blond gefärbt, inklusive der Augenbrauen. Ich weiß nicht, wem das von euch aufgefallen ist, dass vor allem die Augenbrauen gefärbt sind. Und er hat immer eine ganz lustige Gesichtsfarbe, die so ein bisschen in das Orange hineingeht. Und ganz klar ist, dass hier überall Selbstbräuner aufgetragen ist. Ob er damit gesünder ausschaut oder nicht, kannst du mir mal sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im Prinzip keine großen Operationen oder dergleichen stattgefunden haben. Das sieht man ja auch auf dem nächsten Foto, wo der Abstand vielleicht ein bisschen weniger weit auseinander ist, dass er 2024 am Weg zur vielleicht oder schon oder nicht Präsidentschaft, sieht man, dass er eben einen massiven Überstand hier hat. Und warum ich dieses Foto zeige, es ist nämlich relativ spannend, weil wir eigentlich bei vielen Patienten und Patientinnen eigentlich immer die Frage haben, was kann ich machen gegen die Nasolabialfalte, was kann ich machen gegen diese Jowls oder dieses herabhängende Gewebe oder kann ich, wenn das Gewebe so stark hängt, noch zum Beispiel einen Endolift machen. Prinzipiell können wir in der ästhetischen Medizin drei Dinge machen. Das eine ist Volumen dazugeben oder weggeben, an der Oberfläche arbeiten, auch mit Selbstbräuner und liften, chirurgisch oder mit Wärme. Und wenn Donald Trump zu mir kommen würde und fragen würde, ob hier eben noch ein Lifting mit einem Endolift oder einem Ultherapy möglich ist, dann ist die Antwort nein. Weil wenn ich das Gewebe hier nach hinten ziehe, das kann auch jeder übrigens selber machen, wenn man selber schaut und sagt, kann ich ein Lifting mit Wärme machen, Ultherapy oder Endolift und so nach hinten ziehe und einen merklichen Überstand vor dem Ohr habe am Gewebe, dann ist dieses Wärmelifting, das heißt ein intrinsisches Lifting, wo sich das Gewebe so zusammenzieht, eben nicht mehr sinnvoll, sondern dann muss ich chirurgisch liften. Und das wäre im Endeffekt auch das, was Donald Trump machen müsste. Oberlider sind auch nicht gemacht. Man sieht eigentlich, dass der typische Überstand hier ist und auch ganz typisch für Männer. Die Augenbraue sinkt immer tiefer. Er zieht sie sicherlich hier auch ein bisschen hoch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen Botox im Gesicht hat, aber sonst ist er im Prinzip naturschön oder auch nicht schön und hat in meinen Augen keine chirurgischen Eingriffe machen lassen. Kamala Harris, die unsere Präsidentschaftskandidatin oder vielleicht bald Präsidentin oder schon Präsidentin, gleiche Frage nochmal, hat sie oder hat sie nicht? Sie hat sicherlich den extrem guten Vorteil aufgrund ihrer Ethnie, dass sie eine sehr dicke Haut hat, eine dicke, feste Haut, deswegen hat sie wenig Faltenbildungen, was man bei solchen Menschen, die doch dann nicht mehr 20 sind, immer überlegen kann, ob nicht vielleicht doch ein bisschen Botulinumtoxin gespritzt wurde im oberen Drittel. Wichtig, was ich auch immer dazu sage, Botulinumtoxin ist ja nicht jetzt unbedingt nur dazu da, um Falten zu mindern, sondern auch wenn man zum Beispiel schon 47 ist, kann man mit Botulinumtoxin eben die Bewegung so ein bisschen modulieren. Also auch wenn man gebotox ist, kann man trotzdem bewegen, aber eben die Faltenbildung minimieren. Und ich würde sagen, dass eben Kamala Harris wahrscheinlich ein bisschen in den Botox-Topf gegriffen hat. Wunderschöne Lippen, wunderschöne Zähne und einfach altersentsprechend ein bisschen ein weiches Gewebe am Hals, das sie aber jetzt nicht unbedingt sie schlechter ausschauen lässt. Sie hat immer ein ganz starkes Lachen, das ja auch vom Kontrahenten immer kritisiert wurde. Einen leichten Gummy-Smile. Gummy-Smile bedeutet, wenn die Lippe ein bisschen zu sehr Zahnfleisch zeigt. Das könnte man sicherlich sehr gut mit Botulinumtoxin-Injektionen hier ganz gut behandeln. Aber sie ist in Wahrheit auch eine Naturschönheit mit einem kleinen Ansatz an Schlupflinien. Aber ich bin mir doch recht sicher, dass sie hier eben ein bisschen mit Botox gespielt hat. Sie wäre im Vergleich zu Donald Trump noch eine Kandidatin, wo man mit Endolift das Gewebe einfach festigen kann. Das heißt, das, was Endolift macht oder auch Ultherapy ist, dass es das Gewebe kompakter macht und uns dazu führt, dass es weniger hängt. Und das wäre sicherlich bei ihr eine spannende Geschichte. Noch eine Aufnahme 2011 zu 2024, eigentlich wenig Veränderungen, außer, schau dir die Stirn an, dann siehst du, glaube ich, das, was ich meine, dass doch innerhalb von 13 Jahren relativ wenig Veränderung hier erfolgt ist und das passt dir gut und finde ich, schaut auch sehr gut aus bei ihr eigentlich. Also zusammenfassend sind beide, glaube ich, relativ naturpur, vielleicht ein bisschen Botulinumtoxin im oberen Drittel des Gesichts, ist ja auch kein Schaden, aber groß chirurgisch ist, glaube ich, nichts gemacht worden. Ich hoffe, du bist der gleichen Meinung. Wenn nicht, dann hinterlasse es in den Kommentaren.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und Baba.